meine Damen und Herren, guten Tag und grüß Gott. Ich wundere mich etwas, dass der Saal so voll ist, denn ich selbst wäre nicht zu mir gegangen, sondern wahrscheinlich zum Herrn Hellmeier. Natürlich auch deswegen, weil ich im Wesentlichen weiß, was ich sagen werde. Weil wir aus der Zukunft nicht lernen können, obwohl es manche Leute glauben, sondern nur aus der Vergangenheit, werde ich zunächst ein paar Sätze zur deutschen Geldgeschichte sagen, über die ich ja jetzt auch ein neues Buch geschrieben habe. Die Finanzgeschichte ist dazu verdammt, sich zu wiederholen. Also nicht als Kopie, sondern in ihren Methoden und Möglichkeiten und Moden. Ich war überrascht, als ich mich damit befasst habe, wie überschaubar der Werkzeugkasten der Geldpolitik ist über einen Zeitraum von weit über 100 Jahren. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass jemand, der die deutsche Finanzgeschichte mit ihren Höhen und Tiefen kennt, viel besser gerüstet ist für das, was auf uns zukommt, als jemand, der darüber gar nichts weiß. Wenn Sie diese Geschichte seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts Revue passieren lassen, dann sehen Sie, dass das Geld einmal gedeckt war durch Gold bis 1914 oder dass es auch an das Gold gebunden war, wie unter dem System von Bretton Woods nach 1948 in Deutschland und ein andermal als Papiergeld, als ungedecktes Papiergeld beliebig vermehrbar war. Oder Sie sehen, dass die Zentralbank einmal inflationiert hat, nicht einmal, sondern mehr als einmal, aber dass sie gelegentlich auch eine relativ solide Geldpolitik betrieben hat, wie die Bundesbank, die ihre Macht 1998 verloren hat. Nicht, weil sie schlecht gearbeitet hat, sondern weil sie zu gut gearbeitet hat. Wenn die D-Mark eine Schwachwährung gewesen wäre, hätten wir sie heute noch. Oder der Zins wurde einmal am freien Markt gebildet, das nennt man natürlichen Zins, oder er wurde manipuliert, wie gegenwärtig in extremer Form. Und was sich auch abgewechselt hat, waren die Staatsschulden, die waren mal hoch und mal tief. Aber immer war es so, dass hohe Staatsschulden eine Vorbedingung für Geldentwertung waren. Und dann kam es zweimal zur Währungsreform, wie Sie wissen, zweimal zu großen Inflationen. Und sogar die Gefahrensignale, auf die der Zeitgenosse achten muss, haben sich wiederholt. Im Januar 1939 schrieb die Reichsbank an Hitler einen Brandbrief und protestierte gegen die inflationäre Geldpolitik, die natürlich damals rüstungsbedingt war. Und das Resultat war, dass die gesamte Reichsbankspitze, die ja später dann in der Bundesbank wieder aufgetaucht ist, von Hitler bis auf einen Mann entlassen wurde. Ein anderes Gefahrensignal, und das ist ein Menetekel, das wir wirklich tödlich ernst nehmen müssen, waren Jürgen Stark, der Chefvolkswirt der EZB, und Axel Weber, der Bundesbankchef, die ihren Hut genommen haben, weil sie erkannt haben, dass sie sich nicht mehr durchsetzen konnten. Und dass sie auch, und das ist besonders übel, muss ich sagen, von der Bundesregierung im Stich gelassen wurde. Es war wirklich unvorstellbar lange Zeit, dass die Bundesregierung diese Bundesbank, die doch ein halbes Jahrhundert ganz gute Dienste geleistet hat, auf diese Weise fallen lassen würde. Das ist wirklich eine Schande. Und wir werden dafür eine hohe Rechnung zahlen müssen. Nein, das war ein Menetekel. Die wollten den schleichenden Ruin des Euro nicht mehr mittragen und deswegen sind sie gegangen.
Und der Herr Weidmann ist jetzt in einer absoluten Minderheitsposition, der wird majorisiert. Der Euro ist eben keine Wiederauflage der deutschen Mark mehr, sondern eine romanische Währung. Er ist genau genommen eine Fremdwährung für die Deutschen. Er ist eine Fremdwährung wie, naja, der südafrikanische Rand. Ja. Weil die Deutschen keinen Einfluss mehr darauf haben, wie er verwaltet und gemanagt wird. Stellen Sie sich einmal einen Bundesbürger vor, der in den 20er Jahren geboren wurde, der jetzt schon relativ alt ist. Der hat 6 Währungen erlebt in dieser langen Zeit, woraus schon hervorgeht, dass eine Währung nicht wie eine Eheschließung auf Dauer angelegt ist. Naja, das ist letztere auch nicht, bis der Tod sie scheidet, das ist ähnlich beim Euro auch. Aber wie auch immer, wenn er in den 20er Jahren geboren wurde, hat er immer noch die goldgedeckte Währung des Kaiserreichs erlebt. Er hat die ungedeckte Papiermark erlebt, die 1923 unterging. Er hat die Reichsmark erlebt, die 1924 neu in Umlauf kam. Er hat die Rentenmark erlebt, die schon 1923 eingeführt wurde und dann als Parallelwährung weiterlief, genau genommen bis 1948 übrigens. Dann hat er ja mit 1945 das alliierte Militärgeld in der Hand gehabt, das die Alliierten übrigens schon 1942 vorbereitet haben, so sicher waren sie, dass sie den Krieg gewinnen. Ja, und dann kam die deutsche Mark 1948 und schließlich der Euro. Und wenn unser Bundesbürger in der sowjetischen Besatzungszone gelebt hat, hat er auch die Mark der DDR erlebt. Also das ist schon eine ganz, ganz aufregende Geschichte. Und wenn unser Bundesbürger wirklich sehr alt wird, ist nicht mal sicher, mit welchem Geld seine Beerdigung bezahlt wird, wenn es da ist. Und dann gibt es eine weitere Erkenntnis dieser mehr als 100-jährigen deutschen Geldgeschichte: die Währungen kamen und gingen, Gold blieb. Mein Gold existiert seit mindestens 3000 Jahren als Zahlungsmittel und es ist schlicht einfach eine Tatsache, dass ein Deutscher, der sein Gold weder im Ersten Weltkrieg abgeliefert hat, noch im Dritten Reich, diese beiden Währungsreformen hervorragend überlebt hat. Sämtliche Inflationen und auch die bisherige Geschichte des Euro übrigens. Nehmen Sie die Reichsgoldmünze zu 20 Mark, die ja auch nach dem Ersten Weltkrieg noch Zahlungsmittel blieb, nicht? Die ist heute mehr als das 30-fache von damals wert. Und ich habe kürzlich eine Berechnung der Deutschen Bank gefunden, die mich wirklich erstaunt hat. Und zwar ist es ein 50-Jahre-Vergleich. Also in den letzten 50 Jahren hat sich eine Anlage in Gold verfünfzigfacht, obwohl sie keine Zinsen und Dividenden brachte, und die Anlage im DAX verzwanzigfacht, wobei ja im DAX die Dividenden enthalten sind, wie Sie wissen.